herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impleet. Ihr habt es vielleicht bemerkt, da war ein neuer Trailer direkt vor dem Video. Das ist Werbung. Die habe ich da vorgeschnitten. Da geht es um eine App, mit der ihr gratis Golden Eagles für das Spiel bekommen könnt. Wie funktioniert es? Man installiert sich die App und guckt sich dann täglich Werbevideos an oder installiert empfohlene Apps, wenn man möchte. Da wird man nicht zu gezwungen. Und jedes Mal, wenn man eine dieser Aufgaben erfüllt hat, dann bekommt man von dem Werbetreibenden quasi auf dieser App erstmal Golden Eagles gutgeschrieben. Stellt euch da jetzt nicht, wer weiß, wie viel drunter vor. Das sind 10, 15, manchmal 50 Golden Eagles, wenn man Glück hat. Dann gibt es jeden Tag auch noch eine Verlosung, so ähnlich wie hier im Spiel. Das heißt, zum ersten Mal öffnet ihr eine Kiste, da kann irgendwas drin sein. Wenn man Glück hat, sogar eine große Menge Golden Eagles. Ich habe nachgefragt, diese App wird von Gaijin tatsächlich supported. Die sind Content-Partner. Das heißt also, es ist eine Sache, die sauber ist und nicht unsauber ist. Das habe ich mir extra vorher nachgefragt. Und wenn ihr euch für diese App interessiert, dann klickt hier auf den Link unten in der Videobeschreibung und könnt diese App installieren und dementsprechend dann jeden Tag 5, 6, 7, 10, 15 Golden Eagles bekommen. Und irgendwann, ab einer bestimmten Menge, werden die dann automatisch auf euer Spielekonto gutgeschrieben. Ich bekomme natürlich was dafür, dass ich Werbung mache. Ich habe denen aber gleich gesagt, ich will dafür kein Geld haben. Ich möchte Codes haben für Golden Eagles. Und diese Codes, die ich dann irgendwann mal bekomme, da würde ich dann hingehen und die im Twitch-Stream, der jetzt demnächst beginnt, im November, regelmäßig an euch dann quasi verschenken, sobald welche da sind. Das heißt also, ich will da gar nichts von haben. Ich möchte, dass ihr was davon habt, wenn ihr euch schon diese App auf euer Mobiltelefon ladet. Und dann gucken wir mal, wohin das führt. Ich mache das jetzt 10 Videos lang und dann checken wir mal ab, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. Wie gesagt, den Link zu dieser App findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Die Arado 234B2 habe ich schon ein bisschen länger. Ich habe sie nur noch nicht großartig geflogen. Ich erkläre euch einmal ganz kurz, das Flugzeug ist natürlich ein Jet. Ihr seht das hier selbst, zwei Düsentriebwerke. Damals zum Ende des Krieges sind da 2, 3, 4, 6 Maschinen von fertiggestellt worden, sind nicht mehr großartig zum Einsatz gekommen. Vielleicht auch ganz gut so, da hätten wir noch ordentlich Schaden mit anrichten können. Dieses Flugzeug hat seine ganz eigene Spielweise und zwar liegt es ganz einfach daran, dass wir zum einen für dieses doch relativ hohe BR-67, wir werden sehr, sehr, sehr oft mit und gegen Jets gematcht und wir haben nur maximal eine Bombenzuladungskapazität von 1,5 Tonnen. Das heißt, wir können mit diesem Jet eine einzige Base rausnehmen und das war's. Dann müssen wir wieder zurück, dann müssen wir landen, dann müssen wir uns neue Bomben holen, dann können wir die nächste Base anfliegen, wenn noch eine da ist, wenn nicht gerade wieder irgendwelche anderen Imber-Flugzeuge sowieso schon alles weggebombt haben. Und das ist alles, was wir mit diesem Flugzeug machen können, denn dieses Flugzeug kann nichts anderes außer Bomben von A nach B transportieren. Wir haben keinerlei Sekundärbewaffnung. Weder hier vorne irgendwo drinne, noch haben wir hier hinten irgendjemanden, der rausschießt, wenn da was Böses kommt. Und da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was euch erwartet, wenn ihr mit diesem Ding einmal entdeckt werdet. Richtig, die stürzen sich alle auf euch und versuchen euch dann ganz gewaltig in den Popo zu beißen. Können sie auch, die müssen nämlich keine Angst haben, ihr schießt ja nicht zurück. Das heißt, wir sind im schlimmsten Fall Opfer. Trotz alledem hat dieses Flugzeug einige Möglichkeiten, mit denen man dann auch tatsächlich was reißen kann. Hier kommt uns jetzt doch wieder das BR von nur in Anführungsstrichen 6-7 entgegen. Wir haben durch die hohe Geschwindigkeit, die dieses Flugzeug erreichen kann, einen klitzekleinen Vorteil, zumindest allen nicht jetgetriebenen Gegnern gegenüber. Wir können nämlich ganz schnell abhauen. Ich habe das Flugzeug eine ganze Zeit lang probiert, normal zu fliegen. Bomber, möglich was oben, Bomben runterwerfen. Hat nicht wirklich viel gebracht. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, gut, nutze doch einfach mal dieses Flugzeug von seinen Stärken her aus. Das Match hat begonnen, ich habe mir eine Base rausgesucht, habe das natürlich auch im Chat gesagt, welche Base ich anfliege, damit es da keine Missverständnisse gibt. Und bin dann wirklich mehr oder weniger im steilen Sturz Richtung Base geflogen, habe meine Bombe da abgelegt. Das bringt dann ganz sicher Kohle und bin dann im Tiefflug zurück und zwar mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. 750 Stundenkilometer sind da überhaupt gar kein Problem und dann ist man auch relativ schnell wieder beim Flughafen. Und dann kann man ja gucken, wie sich das Match entwickelt. Fliegt man nochmal eine andere Base an, hat sich das bereits erledigt, dann können wir auf dem Flughafen stehen bleiben, denn wir können ansonsten in dem Gefecht nichts machen, wir können nicht eingreifen oder sonst irgendwie was. Dann kann man auch stehen bleiben
und warten, dass es zu Ende geht, oder man fliegt eben nochmal an. Zweiten Anflug habe ich in der Regel tief gemacht, sehr, sehr tief, und auch da habe ich es fast immer bis zum Ziel geschafft, sodass ich da dann nochmal eine Bombenzuladung loswerden konnte. Dann ist es aber auch ganz oft so gewesen, dass ich irgendwann gefinisht worden bin. Ich habe für euch jetzt ein bisschen was rausgesucht, damit ihr sehen könnt, wie ich das Flugzeug eingesetzt habe. Die Maschine macht Spaß, aber ich denke, die Maschine wird für viele nur eine Übergangslösung sein. Ich zeige euch das hier mal, denn danach kommt die Arado 234C3 und wir können uns ja auch einmal in der Vorschau angucken. Die entscheidet sich dann doch gewaltig. Ihr seht das nämlich hier, die hat dann schon 4 Triebwerke. Dementsprechend ist sie um einiges steigfreudiger, um einiges schneller und ganz besonders wichtig, sie hat dann auch tatsächlich zusätzliche Bewaffnung. Hier könnt ihr das sehen, hier vorne sind 2 dicke, fette Kanonen drin. Und ich habe ganz oft gesehen, dass eben Arado 234C3 Piloten mit ihren 20 mm Maschinenkanonen vorne drin auch ganz gut ausgeteilt haben. Die Maschine ist nämlich relativ wendig, das hätte ich gar nicht gedacht. Und durch die 20 mm Maschinenkanonen, die sie vorne drin hat, teilt sie auch ganz gut aus. Die Arado-Piloten sind wirklich hingegangen und haben feindliche Bomber gejagt. Und ich fand das gar nicht mal so schlecht, denn das Flugzeug ist oben, das Flugzeug kommt ran und das Flugzeug teilt dann auch ganz gut aus. Deswegen sage ich, wird für viele wahrscheinlich die 234B2 eben nur eine Übergangslösung sein, bis man diese Maschine hier hat. Denn da kann man dann wieder einiges mehr machen, als nur irgendwo Bomben drauf werfen. Das Flugzeug gucken wir uns aber an, wenn ich es dann für euch fertig erforscht habe. Wir gehen jetzt ins Match und sehen uns danach in der Garage wieder. So, ist jetzt die dritte Runde. Oder zweite, ich weiß gar nicht mehr. Zweite. Die hört sich so geil an. Aber Implied, wo hast du denn die dicken Bomben her, wenn du erst zweimal geflogen bist? Ich hab's mir gekauft. So, jeder Arado sucht sich ein Ziel, das haben wir mittlerweile ganz oft so gemacht. Alle anderen denken zum Glück mit und sagen auch ganz oft, wo sie hinwollen. Ich nehme da hinten die und jetzt heißt es erstmal Speed bekommen. Warum? Weil auf der anderen Seite auch ganz viele Jets sind. Die sind relativ schnell oben und die machen relativ viel Aua. Deswegen sollte man zusehen, wenn man hier ein bisschen Geld verdienen möchte, dass man ganz schnell zum Ziel kommt. Und in dem Fall von der Arado hier ist es ja nun auch so, das ist quasi schon eine Taktik, die man heute auch anwendet. Schnell rein, schnell raus und auch ganz gerne tief rein. Und dann Arado nur eine Base rausnehmen kann und ansonsten nicht weiter viel Schaden anrichten kann, denke ich, dass diese Spielweise auch angebracht ist. Schlimmer finde ich sowas bei den TO4-Maschinen, wenn die Richtung Base stürzen, dann danach eine Kurve machen, die nächste Base, noch eine Base und dann den Flughafen, dann ist das Spiel zu Ende. Dann sollte das nicht so laufen. Und eine TO4 hätte sowas, glaube ich, auch in echt niemals gemacht, wobei diese Jets hier das in echt so gemacht haben. Trifft sich also so ein bisschen mit der Realität. Und ihr merkt schon, man ist relativ zügig am Ziel. Ja, eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, weit über 700 km/h. Und dann rotzt man da einmal die Bömmchen raus. Zack, zack. Und schon haben wir die Kohle im Sack. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir wegkommen, bevor uns jemand sieht. Wobei so schnell, wie wir jetzt am Ziel gewesen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass uns so schnell jetzt keiner, oh, da sind schon welche, etwas Böses tut. Keinerlei Defensivbewaffnung, keinerlei Frontbewaffnung, alles, was wir mit diesem Flugzeug machen können, ist Bomben abwerfen. Und wenn wir einen am Hintern haben, dann hilft nur noch wildes Hin- und Her-Turnen. Sie ist sehr, 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 sehr kurvenfreudig, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. War ich überrascht, wie schön die sich doch tatsächlich steuern lässt. Und man kann es dem einen oder anderen Jägerpiloten da hinten schon ziemlich schwer machen, dass man abgeschossen wird. Hört sich geil an, ne?
So, drei Arados haben drei Basen rausgenommen, aber für den Flugplatz, ob wir das hinkriegen, ich bezweifle das. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich diese Dinger hier im Spiel sehe und dann mich daran erinnere, dass das tatsächlich Systeme gewesen sind, die die Deutschen zum Ende des Krieges entwickelt hatten. Natürlich nicht in der Masse, dass man an diesem Kriegsausgang hätte irgendetwas ändern können, was auch sicherlich ganz gut so gewesen ist. Also diese Vollpfosten hätten hier nicht weiter an der Macht bleiben dürfen, haben so viele Menschen ins Unglück gestürzt. Aber einfach jetzt mal, wenn man technikbegeistert ist, sich das hier anguckt, dann ist das natürlich, das ist Hammer, was die sich da damals zusammengeschraubt haben. Elektronikmäßig waren die noch nicht so weit wie wir heute. Also das ist schon großes Kino, was da für Entwicklungen stattgefunden haben. Und ich behaupte mal, dass die Deutschen, was die Entwicklung, den Forschungsfortschritt für viele Bereiche und auch hier solche Sachen, das hat die Welt im Grunde genommen mehr oder weniger dann doch irgendwo den schlimmen Kriegsambitionen der Deutschen zu verdanken. Wenn man jetzt diese Entwicklung, Düsenflugzeuge, Raumfahrt und all das mal aus einem positiven Blickwinkel betrachtet, ist das das einzigste Positive, was man aus dem ganzen Dilemma von damals mitnehmen kann. Ne? Gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr politisieren. Ich finde es halt nur mega faszinierend. Und wenn man dann ein bisschen runterbremsen, sich diese Entwicklungszeiträume anguckt, das ist ja das Eigentliche, was mich immer wieder flasht. Das ist ja jetzt hier 1944 ungefähr. Ihr wisst selbst, Doppeldecker, Erster Weltkrieg, sind die so langsam reingenommen worden. Dann gab es auch größere stoffbespannte Flugzeuge, mit denen man Bomben abgeworfen hat. 30 Jahre später, nicht mal 30 Jahre später, sind die Menschen mit solchen Dingern hier durch die Gegend geflogen. Hammer. So, und was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Das ist das nämlich. Also was die damals mit was für einer wahnsinnigen Geschwindigkeit entwickelt und gebaut haben, das haut mich immer wieder vom Mocker. Nicht nur die Deutschen, alle Nationen. Ist der blanke Wahnsinn. Da kann man nur staunen. Und wenn man dann sieht, den Zeitraum 44 bis heute, was dann entwickelt worden ist, natürlich gab es da auch Meilensteine, klar, aber mit derselben Geschwindigkeit bei weitem nicht. Wie lange ist allein an der Taifun, an der deutschen Taifun konstruiert worden, bis man sie dann endlich mal in Serie gebaut hat, der Jäger 90, den wir jetzt bei der Bundeswehr haben. Das sind Jahrzehnte vergangen und viele, viele Milliarden. Gut, da ist ein tolles Flugzeug bei rumgekommen, aber für all die, die Arado noch nicht kennen, ich weiß nicht, warum es so ist. Wir haben einen Lufteinstiegspunkt. Wir starten nicht vom Flughafen. Sehr interessant. Wahrscheinlich hat die so eine lange Startbahn, dass es nicht funktioniert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Was allerdings auch bedeutet, wenn ihr zu den Leuten gehört, die gerne mal auf dem Flughafen stehen bleiben und dann aufs Klo gehen, wenn ihr wiederkommt, ist euer Flugzeug in der Luft. Man kann da nicht warten und starten, wenn man es für richtig hält. Hat aber auch seinen Nachteil, wenn der Flugplatz bekämpft wird, irgendwann zum Ende von einem Match und euer Team unterlegen ist, dann spawnt ihr und zack, bumm, schon habt ihr einen Jäger hinter euch und habt da keine Möglichkeiten, das großartig frei zu entscheiden, wann ihr wie in die Luft gehen möchtet und in welche Richtung ihr abfliegen möchtet. Das entscheidet das Spiel für euch. So, wir versuchen das nächste Ziel anzufliegen. Diesmal mache ich es hoch. Ich habe das auf anderen Karten auch schon tief gemacht, aber jetzt sehe ich ja gerade, dass weit und breit keine Feindflugzeuge da sind, die mir gefährlich werden können. Und so macht es dann, glaube ich, ein klein wenig mehr Sinn. Ich habe ja auch die Horten, ich habe euch die auch noch nicht im Video gezeigt. Da hat mir der Seepax von TFD irgendwann mal erklärt, wie man damit am besten fliegt. Geradeaus fliegen, Geschwindigkeit aufbauen, dann die Maschine nach oben ziehen, Höhe gewinnen. Wenn die Geschwindigkeit unter X gefallen ist, wieder in die Horizontale gehen, wieder Geschwindigkeit aufbauen. Und ähnlich fliegt man auch hier mit der Arado.
Man fliegt also geradeaus, baut Geschwindigkeit auf, zieht sie dann hoch, je nachdem, wie lange man warten möchte, bis die Maschine wieder auf eine bestimmte Geschwindigkeit runtergefallen ist. Die genauen Zahlen habe ich mir noch nicht zusammenklamüsert. Ich mache das nach Gefühl. Dann baut man wieder Geschwindigkeit auf, dann zieht man wieder hoch. Und wenn man auf 400 km/h frontal ist, also geradeaus fliegt, 400 km/h und dann hochzieht, kann man, bis man auf 280 km/h runtergefallen ist, tatsächlich 1000 Höhenmeter gewinnen. Und so gewinnt man eigentlich relativ zügig an Höhe. Schneller, als wenn man in einem 10 Grad Steigwinkel oder sowas die Maschine kontinuierlich nach oben zieht. Dann ackert man sich ganz, ganz langsam nach oben. Ihr seht das ja selbst hier, wie die an Höhe gewinnt. Brrrt. So, 2000 Meter, wieder 1000 Meter gewonnen. Jetzt gehen wir wieder in die normale Fluglage, bauen wieder Geschwindigkeit auf. Und so könnte man sich dann in 1000 Meter Schritten, wenn man möchte, nach oben arbeiten. Und es geht eigentlich relativ zügig. Also wenn wir das jetzt weitermachen würden, wobei ich da jetzt im Moment nicht wirklich Bedarf für sehe, dann könnten wir relativ schnell auch auf 5000 Meter wieder sein. Das können eben die meisten propellergetriebenen Bomber hier im Spiel nicht. Die brauchen ewig, bis sie sich hochgeschraubt haben. Das ist also ganz klar ein riesengroßer Vorteil von diesem Flugzeug. Noch ein Tipp für die unter euch, die gerade erst anfangen mit Jets zu fliegen, egal ob es ein normaler Jet ist oder wie so ein düsengetriebener Bomber oder sowas. Wenn ihr Probleme mit einem Gegner habt, dann denkt immer dran, dass die Geschwindigkeit hier in dem Fall euer größter Freund ist. Damit meine ich nicht unbedingt das Abhauen, da wenn ihr da einen Geschwindigkeitsvorteil habt, könnt ihr natürlich auch abhauen, wenn es eng wird und ihr wisst, dass ihr mit eurer Geschwindigkeit dem Gegner dann auch abhauen könnt. Oder aber verkürzt die Zeit, in der er auf euch schießen kann. Die meisten können hier zwischen 1000, ab 1000 Meter schießen. Viele gehen noch näher ran, um zu schießen. Wenn ihr vor dem wegfliegt und der kommt hinter euch angeschossen und ihr fliegt beide ungefähr mit 700 km/h, hat er ein ziemlich großes Zeitfenster, in dem er auf euch schießen kann. Und das bedeutet sehr oft auch euer Ende. Wenn ihr allerdings seht, dass von hinten jemand kommt, dann dreht eure Maschine und fliegt auf ihn zu. Dann ist der Zeitraum, in dem er schießen kann, nämlich diese 1000 oder 800 Meter, so extrem kurz, dass er vielleicht eine einzige Salve abgeben kann und dann vielleicht mit Glück euch trifft, oft aber nicht. Natürlich kein Head-to-Head, ne? Drunter weg, links dran vorbei, rechts dran vorbei. Versucht gar nicht erst ein Head-to-Head zu provozieren. Aber es funktioniert tatsächlich. Ne? Ob derjenige jetzt 10 Sekunden Zeit hat, in Ruhe auf euch zu schießen, oder ob derjenige 0,5 Sekunden Zeit hat, auf euch zu schießen. Und so könnt ihr denjenigen schon außer Reserve locken, indem ihr immer wieder auf ihn eindreht und er möglichst wenig Zeit hat zu feuern. Und er verbraucht ja bei jedem Feuerstoß Munition. Und diese Flugzeuge auf diesem BR haben nicht viel Munition dabei. Irgendwann, wenn es gut gelaufen ist, dreht er ab, weil er keine Munition mehr hat und ihr habt dann vielleicht doch noch alle Flügel dran. So, jetzt haben wir den Flughafen angeflogen. Zurück zum Airfield. Läuft doch gut. Hatten die auf der anderen Seite gar keine Bombe? Weiß es jetzt gar nicht. Also mir macht das Flugzeug schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, damit Silverlines zu farmen, einfach weil wir nur 1,5 Tonnen Bomben irgendwo drauf werfen können. Würden wir jetzt in der TU-4 sitzen, in dem B-29 Bomber oder ähnlichem, was da 10, 12, 15 Tonnen Bomben mit durch die Gegend schleppt, hat man natürlich, wenn man einmal den Schacht leer macht, auf gut Deutsch die Taschen voller Geld. Hier muss man für seine Kohle arbeiten. Und das, obwohl wir doch verhältnismäßig hohe Reparaturkosten haben. Das heißt also, zum Silver Lines Farmen bedingt einsatzfähig. Wenn man allerdings sagt, ich werfe immer nur einmal Bomben ab und dann bleibe ich auf dem Flugfeld stehen und steige dann aus. Können wir ja machen, dann haben wir keine Reparaturkosten.
dann hat man die Kohle sicher in der Tasche. Ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, würde aber funktionieren. Wobei ich allerdings dazu tendiere, im realistischen Modus geht es ja tatsächlich um Gefechte, um Szenarien, dass man solche Sachen nicht macht. Da sollte man schon so fair bleiben und das Match zu Ende spielen. Und wenn man dann eben abgeschossen wird, wird man abgeschossen. Das ist einfach so. Zum Farmen kann man auch ins Arcade gehen. Meine persönliche Meinung. Und vielleicht ist das hier sogar die gesündere Art und Weise der Bomber im Spiel, weil diese Dinger, selbst wenn man davon 3 oder 4 im Match hat, können nicht das ganze Match innerhalb von 4 Minuten beenden. Das heißt, Bomber hier können ihren Job machen. Piloten bekommen dafür was. Hier sollten sie vielleicht sogar ein bisschen mehr dafür bekommen, weil sie sonst keine Möglichkeiten haben. Aber gut, das ist eine Diskussionsgrundlage. Und letztendlich haben alle in dem Spiel dann die Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Die Jäger können sich miteinander battlen, die Jäger können Bomber jagen, die Bomber können Bodenziele jagen. Das Match ist ausgewogen. Und alle sollten eigentlich am Ende glücklich sein, wenn wir diese Matches sehen, wo TO4-Geschichten drin sind oder auch die BV-238 aktuell. 4 Stück von den Dingern und die fallen mal eben über die Basen und den Flughafen. Mehr ist das Match nach 3 Minuten zu Ende. Ein absolutes No-Go. Und dann hat man neben den 4 Bomberpiloten, die das dann mal eben zu Ende gebracht haben, man braucht eigentlich sogar nur 3 bei den Bombenzuladung, hat man also neben den 3 Bomberpiloten, die die Taschen voller Kohle haben, da hinten kommt einer, jetzt müssen wir aber Gas geben, haben alle anderen Frust. Ui. So, jetzt kommt Baby. Eieieiei. Aber ihr seht schon, ne? Die ist wendig. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist der Flughafen. Der rettet uns den Arsch. Also niemals gerade vor einem Feind wegfliehen. Und die hier kann wirklich unheimlich schön rollen und drehen. Und das macht es dem natürlich schwieriger und gefährlich zu werden. Fliegt die Kurven auch nicht willkürlich. Ich gucke oben aufs Radar, wo der ist. So, der haut ab. Safe. Schön. So. Das war mal ein schöner Lauf mit der Arado. Das hier ist aber auch ein toller Flughafen. Da kann man nicht viel falsch machen, egal wie man den anfliegt, hier ist immer Platz zum Landen. Erstmal Geschwindigkeit abbauen. Im letzten Match war, glaube ich, Korea oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja. Da haben sie mir ein Triebwerk in Brand geschossen, das habe ich nicht ausgekriegt. Da fackelt euch die Maschine langsam ab. Kann man Triebwerke hier ausstellen? Weiß das jemand? Wenn ja, wie mache ich das? Rein theoretisch dürfte ein Düsentriebwerk ja nicht mehr brennen, wenn ich es ausmache, ne? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. So, oh, die ist so schön. Das ist ein schönes Flugzeug. Mich gefällt das Ding. Rikoa Schweizer Goldzucker. Ich glaube, ich bin schon wieder zu viel auf Kaffee, kann das sein? Zum Glück dauert dank der ausgebauten Crew die ganze Kiste hier nicht mal 20 Sekunden. Oh oh. Nur noch wir beiden Arados? Ne, was ist das andere? Ja. Hey. Könnte in der Hose gehen, ne? Oh, hier war doch irgendwo ein Bandit. Da ist er. Guck! Und schon stürzt er sich wieder auf mich. Himmel, Herrgott, nee, nochmal. Wir werden hier nicht mehr wegkommen. Er ist auch am Qualm. Was machen wir denn jetzt?
Und ist er wieder weg. Der traut sich nicht an den Flughafen ran. Ja gut, würde ich genauso machen. Aber ich kann jetzt hier auch nicht ewig bleiben, oder? Vielleicht. Ne, ich sehe den nicht. Wenn die eine Arado durchkommt. Ich könnte ja hier den Köder spielen. Immer mal wieder rausfliegen, dass sie sich auf mich stürzt. Damit die andere Arado wegkommt. Oder ich steige hier über den Flugplatz bis auf 5000 Meter. Die andere Arado ist wieder drin. Wo fliegt der hin? In die Richtung. Aber wo ist der Jäger? Das Schlimme ist ja, der andere Jäger weiß ja auch, dass ich keine Bewaffnung habe. Das merkt man ja ganz klar. Der kommt ja sofort wieder angeflitzt, wenn ich da bin. Dann gehen wir mal runter, versuchen Fahrt aufzunehmen und übers Wasser rüberzukommen. Er fliegt jetzt. Okay. F3, F4, F5. Gucken wir, ob wir da hinkommen. Naja. Erstmal checken, wo der böse Bube geblieben ist. Der seinen Job übrigens ganz. Da ist er wieder. Kerl! Wo versteckt er sich denn immer? Der ist gut. Chapeau, ich zieh meinen Hut vor dir. Ja. Da kommt er und jetzt wieder direkt drauf zu, damit er nicht lange schießen kann. Juhu! Ah! Autsch! Nee. Da kann man das auf der Karte auch ganz wunderbar sehen, was der für einen großen Bogen drehen muss, damit er wieder hinten dran kommt. Also wir haben jetzt hier echt Zeit gewonnen. Ich bin mir sicher, dass die erfahrenen Piloten unter euch sagen, oh Gott, Impli, was machst du da? Völlig falsch. Aber für mich ist das hier die beste Lösung. Ja, und jetzt kommt wieder das Weichei. Impli, zurück zum Flughafen. Haut doch. Ich will erstmal meine Bomben loswerden. Schuppi. Das ist doch nicht normal! Wenn du so eine Riesenbombe neben den Panzer auf den Boden wirfst, passiert nichts. Und hier fliegen die Splitter 10 Kilometer durch die Gegend und treffen immer noch dein Flugzeug. Und die mich verarschen hier, oder was? Hallo Gaijin, wenn ihr gerade guckt, dieser Video. Конечно. Musst du gucken, was macht ihr mit Splitter? Nix korrekt so, ha? Schätz Loch in Flügel. Nein, Scherz beiseite, aber irgendwie scheint das nicht in Ordnung zu sein. Gut, so ein Splitter, wenn der hochfliegt, so ein bisschen Aluhaut von einem Flugzeug, ist natürlich leichter zu penetrieren als eine Panzerung von einem Panzer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich werfe 250 Kilo Bomben, das ist eine ganze Menge. Versucht mal 250 Kilo hochzuheben, das macht keiner alleine, direkt neben dem Panzer. Und der lacht sich kaputt und vor lauter Lachen fällt ihm eine Kette ab. Und hier haut's dir 10 Kilometer später noch ein Loch in Flügel? Da kann doch was nicht richtig sein. Jetzt laufen denen die Tickets weg. Ah ja, genau, die andere Arado, die ist garantiert drüben und macht Bodenziele. Ne, Moment mal, da würden wir das doch hier sehen. Was macht denn die andere Arado? Wieso laufen denen jetzt hier die Tickets weg? Da ist er. Da ist er. Der böse. Böse Bube.
Die Tickets laufen runter. Da ist nur noch ein Fitzelchen. Und das hat er gemerkt. Er macht sich jetzt auf den Weg, die andere Arado zu packen. Das heißt, ich kann jetzt wieder in die andere Richtung abhauen. Oh, da sind aber noch ein paar mehr von denen. Wo sind denn die? Da hinten ist unsere Arado. Hier ist kein Gegner. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt fangen die aber an, Ziele wegzumachen. Die machen unsere Ziele. Aber denen laufen immer noch die Tickets weg. Ah, manchmal verstehe ich das Ticketsystem nicht, aber es ist gut. Es ist gut, so wie es ist. Komm, ja, 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 ja. Ja. Geil. Schön. Brrr. Meh, 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 meh. Das war toll. War vielleicht jetzt langweilig, aber für euch, aber ich fand's geil. Schön. Kohle. So, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt ein Match rausgesucht. Auch da habe ich nicht geglänzt, aber es liegt einfach daran, dass ich eben nur Bomben abwerfen kann. Ansonsten kann ich nichts machen. Deswegen bin ich auch immer wieder zurück zum Flugfeld geflogen. Und ihr habt gesehen, das hat letztendlich tatsächlich auch dazu geführt, dass wir das Match gewonnen haben. War jetzt vielleicht nicht die glorreichste Spielweise, die man hinlegen konnte, aber was soll ich ansonsten mit diesem Ding machen? Einfach wieder losfliegen und darauf warten, dass mich jemand abschießt? Oder soll ich zumindest versuchen, irgendwo in die Defensive zu gehen und hoffen, dass der andere so dumm ist und drauf reinfällt? In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich das Match gewonnen. Es hat Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, der Ertrag ist auch ganz gut und das bei Reparaturkosten. Ich habe hier sogar noch kostenlose Reparaturen drauf von 10.000 Silverlines. Es ist relativ schwer, mit diesem Flugzeug Minus zu machen, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, die erste Bombenlast kriegt ihr immer ins Ziel, wenn ihr euch vernünftig anstellt. Und dann hat man in der Regel auch schon Plus auf dem Konto. Zumindest bei Premium-Spielern ist das so. Wie es bei Nicht-Premium-Spielern ist, müsste ich nochmal durchrechnen. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Und dann noch eine Bitte, wenn euch diese Werbung vorab stört und wenn ihr sagt, ne, dann möchte ich nicht, dass du Implied für sowas dann auch noch Werbung machst, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ich sehe, dass die Masse von euch sagt, nee, das wollen wir nicht, dann lasse ich das. Das verspreche ich euch. Wie gesagt, wenn dann da tatsächlich aber irgendwas bei rumkommen sollte, dann würde ich es direkt an euch weitergeben über den Twitch-Stream, der irgendwann Anfang November starten wird. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute, euer Implied.